klatsch, klatsch. Hast du geklatscht? Ja, du hast geklatscht. So, wunderbar. Wir sind hier beim Pegasus-Stand und schauen uns Pixeltechnik an. Wenn wir uns diese wunderbaren Pixel-Grafiken einmal ansehen, ich finde die sehr liebevoll gemacht, aber wir werden jetzt hier vom Jonas mal uns ein paar Worte dazu sagen lassen. Hi! Ja, hallo! Also Pictotactics ist ein Zweispielerspiel von Pegasus. Wir spielen mit zwei identischen Decks, außer dass sie natürlich eine andere Rückseite haben, um sie einfacher unterscheiden zu können. Ansonsten kriegt am Anfang jeder 5 Karten. Die Karten sind alle gleich aufgebaut und man muss sich zuerst einen Anführer für sein Team raussuchen. Man sieht das hier ganz gut. Jede Karte hat einen potenziellen Anführer und die sind alle unterschiedlich. Das heißt, die Wiederspielbarkeit von dem Spiel ist immens hoch, wenn man überlegt, wie viele unterschiedliche Anführer es geben kann. Dieser Anführer bildet dann später den Zentralpunkt meiner Truppe. Die Truppe wird sich dann später ergänzen durch Helden, und zwar an der Front, an der Flanke und in der Nachhut. Also man braucht doch schon ein bisschen Platz. Und je nachdem, wo ich eine Karte spiele, hat sie unterschiedliche Effekte. Das sieht man hier ganz gut. Spiele ich diesen Krieger zum Beispiel in der Front, erhält er die Fähigkeit Abfangen. Spiele ich ihn aber in der Flanke, also in der zweiten Reihe, erhält er +2 auf seinen Angriffswert. Oder spiele ich ihn sogar in die Nachhut, erhält er +4 auf seinen Angriffswert. Heißt, je weiter ich ihn nach hinten spiele, umso stärker wird er. Da er aber ein reiner Nahkämpfer ist und ich einen Nahkampf nur ausführen kann, solange ich der erste Held in einer Spalte bin, bringt mir der Krieger natürlich nichts mehr, wenn ich ihm den Weg versperre. Das heißt, lege ich ihn hier hinten hin und spiele einen anderen Helden davor, hat er zwar +4 auf seinen Angriffswert, nützt dir aber wenig, kann aber nicht mehr angreifen, weil er durch den Hüter der Ebene gerade blockiert wird. Außerdem haben wir natürlich ganz klassisch Fernkampf, wir haben Magie, das heißt, wir haben durchaus sehr viel, was man hier machen kann, dadurch auch extrem viel Text. Also es ist sehr strategisch für ein Zweispielerspiel, wie ich finde. Man kann zusätzlich noch Befehlskarten spielen, das wäre dann hier diese gelbe Box, die könnte ich einfach von meiner Hand abspielen. So, das bringt mich auch direkt zum generellen Spielverlauf. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich hier mal mitten im Spiel. Das heißt, du hättest auch schon Angreifer, du hast hier zum Beispiel einen Held und hier eine Leiche, sonst hast du nichts. Das heißt, für dich sieht es gerade ziemlich schlecht aus. Oh, das ist super. So wie immer. Ja. So, wir haben hier sehr schlaue Hilfekarten. Und zwar haben wir einen ersten Spieler und einen zweiten Spieler. Das muss ein bisschen rutschen, weil du hättest ja hier theoretisch auch noch eine Frontlinie. Ich habe jetzt einfach mal beschlossen, dass du dich eh schon ziemlich schlecht aussiehst, dass du der zweite Spieler bist. Generell läuft das Spiel über mehrere Runden. Der erste Spieler macht zuerst 2 Aktionen in der Front, dann macht der zweite Spieler 2 Aktionen in der Front, dann machen wir 2 Aktionen in der Flanke, du machst 2 Aktionen in der Flanke, dann machen wir 2 Aktionen in der Nachhut, du machst 2 Aktionen in der Nachhut und dann wird das Ganze getauscht. Das heißt, jetzt würdest du 2 Aktionen in der Front machen und so weiter und so fort. Auf der Rückseite der Karte sieht man auch immer sehr gut, was für Aktionen es überhaupt gibt. Wir haben zum Beispiel einmal eine Karte ziehen. Ja, klar, man muss ja irgendwas haben zum Ausspielen. Logisch. Ja. Die Karte ziehst du von oben, von deinem Deck. Verrückt. Klingt zwar komisch, ist aber so. Ja. So, dann dürftest du natürlich von deiner Hand Helden rekrutieren. Helden beschreiben alles, was blau ist. Das heißt, wenn ihr einmal euren Anführer rausgenutzt habt, dreht ihr die Karten einfach um. Alles, was rot ist, könnt ihr ignorieren. Es geht nur noch um den oberen Teil. Rekrutieren darfst du immer nur in der aktiven Welle. Also aktuell wären wir an der Front, das heißt, ich könnte hier einen weiteren Helden spielen. Außerdem könnte ich hier einen weiteren Helden spielen, maximal auf ein 3x3-Feld. Ich darf einen Held niemals über einen anderen Held legen und ich darf einen Held auch niemals auf eine Leiche legen. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Genau, wie werde ich die Leichen los? Richtig. So, auch dafür gibt es eine Aktion, und zwar die Aktion Leiche entfernen. Leichen sind prinzipiell erstmal nicht schlecht. Sie können durch die spezielle Fähigkeit wiedererweckt werden, aber irgendwann will ich da vielleicht nochmal wieder was hinspielen. Da muss ich vorher die Leiche entfernen. Die Aktion Leiche entfernen ist unabhängig von der Welle. Das heißt, selbst wenn wir jetzt gerade in dieser Welle wären, könnte ich hier eine Leiche entfernen. Dann lege ich sie einfach auf meinen Aktenleichstab und sie ist somit aus dem Spiel und ich habe hier wieder einen wunderbaren freien Platz, um meinen neuen Helden zu rekrutieren. Grandios.
Ja, so. Eine der wichtigsten Aktionen nach dem Rekrutieren ist natürlich der Angriff. Das sieht man hier auch. Der Angriff und die Rekrutierung sind Exklusivaktionen. Jeder Held darf nur eine Exklusivaktion pro Runde durchführen. Das heißt, ich kann nicht sagen, oh, ich spiele jetzt das Orakel und greife dich damit sofort an. Dann hättest du ja gar keine Chance drauf zu reagieren. Was ist nicht erlaubt, genauso. Er hat quasi eine Rundenverzögerung. Genau. Genau das gleiche passiert bei der Bewegung. Ich darf einen Held bewegen, das heißt von irgendeinem Bereich in irgendeinen anderen bewegen. Auch das ist unabhängig von der aktuellen Welle. Also ich könnte auch den nach hier oben bewegen. Was nicht geht, weil es ja eine Exklusivaktion ist, ich bewege ihn nach oben und greife direkt an. Auch das würde wieder diesen Exklusivaktionen widersprechen. So, dann haben wir noch den Befehl. Befehle sind wie gesagt die Karten von der Hand. Spielst du aus und führst direkt diesen gelben Befehl aus. Die sind meistens ziemlich gemein und ziemlich schwer vorhersehbar für den Gegner und können durchaus spielentscheidend sein. Also die sollte man nicht unterschätzen. Und im Prinzip war das alles, was man zum Spielen braucht. Das Spiel endet, wenn ein Anführer K.O. geht. Also wenn er alle seine Lebenspunkte verliert. Lebenspunkte verlierst du natürlich durch Angriffe. Die werden dann mit diesen Trollen. Schöne 8-Bit-Herz. Wo siehst du da ein Herz? Ja, das sind Herztropfen oder Blutstropfen. Wo siehst du da ein Herz? So, also je nachdem, wie gesagt, man hat dafür diese tollen Token, um das zu markieren. Das geht natürlich genauso auch für die Helden. Ein Held geht K.O., wenn er all seine Lebenspunkte verloren hat, wird dann umgedreht und wird demnach zur Leiche. Geht dein Anführer K.O., verlierst du das Spiel. Ja, eigentlich sonst wirklich nicht so viel zu sagen. Also es hat erstaunlich viel. Ich denke mal, wenn man einmal im Fluss drin ist, dann spielt sich das unheimlich schnell. Und ich persönlich habe es jetzt so gespielt und wenn ihr das heuchelt, dann würde ich sagen, das spielt sich nicht ganz gut. Ich habe es gespielt, war geil. So. Ja, also ich kann das absolut unterschreiben. Ich habe es selbst jetzt auch schon zwei, dreimal gespielt. Das ist am Anfang wahrscheinlich etwas Spieltext, aber dadurch, dass du ja immer nur in einem Bereich auf der Karte gucken musst, außer vor dem Ausspielen, kann man eigentlich einen sehr guten Überblick halten, wo man welche Aktionen gerade macht. Gut, dann danke ich dir fürs Erklären. Sehr gerne, sehr gerne. Ich schau mal, ob ich mit meinen fetten Panzer hier wieder rauskomme, ohne den anderen Leute grob zu verletzen. Und dann gehen wir mal weiter. Das Ding ist für Wand.